Guten Tag und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach den Gremien mit dem Generalsekretär Paul Ziemiak. Er hat das Wort. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen auch von meiner Seite hier im Konrad-Adenauer-Haus. Danke für Ihr Interesse an den heutigen Gremiensitzungen, an der Sitzung des Präsidiums und des Bundesvorstandes. Wir haben jetzt sehr intensiv und konzentriert diskutiert und ich unterrichte Sie gerne über die Ergebnisse. Zunächst einmal stehen wir vor großen Herausforderungen, nicht nur in der Union, sondern vor allem Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Es geht um die Frage, wer führt dieses Land? Und dabei gibt es viele Dinge zu bewerten, zu berücksichtigen, dass wir stark aus der Krise kommen und vor allem, wie finden wir neue Antworten auf neue Fragen, die sich stellen. Nicht nur in der internationalen Politik, in der Europapolitik, sondern insbesondere auch in der Frage der Finanzpolitik, der Wirtschaftspolitik und auch mancher gesellschaftlicher Diskussionen. Und eine neue Bundesregierung wird diese Fragen beantworten müssen. Wir haben dazu ein Angebot gemacht. Im Lichte des Wahlergebnisses, wir sind Zweiter geworden, haben wir ein Angebot gemacht, weil wir glauben, einen guten Beitrag leisten zu können, um gleichzeitig Erneuerung und Stabilität für dieses Land, für unser Deutschland sicherstellen zu können. Jetzt finden gleichzeitig Sondierungsgespräche statt einer möglichen Ampelkoalition. Die beobachten wir sehr genau und unser Angebot bleibt bestehen. Deswegen heißt es für uns, und das war auch der Geist der Sitzung des Bundesvorstandes, zuerst geht es um die Fragen, was ist wichtig für Deutschland und dann geht es erst um die Fragen, was ist wichtig für die CDU. Aber natürlich haben wir uns auch mit den Herausforderungen der CDU beschäftigt. Es geht darum, jetzt den Erneuerungsprozess zu beginnen und uns neu aufzustellen. Armin Laschet hat dies bereits angekündigt und hat auch gesagt, dass er für diese Zeit, die jetzt so wichtig ist, intensiv sein wird, auch der einzelnen Gespräche zwischen den Protagonisten, aber auch mit der Basis zur Verfügung steht. Was haben wir heute beschlossen? Wir wissen, es braucht in Zukunft mehr Mitgliederbeteiligung. Deswegen haben wir uns entschieden, am 30. Oktober zu einer Konferenz der Kreisvorsitzenden einzuladen. Auf dieser Konferenz der Kreisvorsitzenden soll über die Frage der Mitgliederbeteiligung, von mehr Mitgliederbeteiligung diskutiert werden. Das ist wichtig. Es gibt dazu viele Vorschläge, die jetzt im Raum stehen, von der Frage der Mitgliederbeteiligung in inhaltlichen Fragen, aber auch in Personalfragen. Es gibt darüber hinaus viele andere unterschiedliche Vorstellungen, wie die Basis mehr mit eingebunden werden kann. Und das wollen wir mit den Kreisvorsitzenden gemeinsam diskutieren. Und im Lichte dieser Diskussion wollen wir am 2. November zusammenkommen und eine Entscheidung treffen über die Frage der Mitgliederbeteiligung. Wie sieht diese ganz konkret aus? In welchem Rahmen soll die stattfinden? Und im Lichte dieser Entscheidung soll dann auch festgelegt werden, wann der Bundesparteitag zusammenkommt. Heute haben Präsidium und Bundesvorstand einstimmig beschlossen, dass wir den kompletten Bundesvorstand neu wählen, weil es einer solchen Legitimation bedarf. Also der Bundesparteitag wird alle Positionen zur Wahl haben und das war, wie gesagt, heute einstimmig. Und wir werden, das haben wir heute auch besprochen und beschlossen, dieses Ergebnis aufarbeiten, sehr intensiv. Es gab eine Konferenz der Landesgeneralsekretäre, auch der Landesgeschäftsführer Armin Laschet hat dazu Vorschläge gemacht und diese wollen wir angehen. Das heißt, es wird Veranstaltungen vor Ort geben, auch schon dort, wo jetzt verschiedene Formate in den Landesverbänden stattfinden. Ich selbst werde dort auch vor Ort sein. Wir werden ferner eine Kommission einrichten zur Analyse des Wahlergebnisses, aber vor allem auch des Wahlkampfes. Wir wollen diejenigen, die Wahlkreise gewonnen haben, zusammenbringen, um auch dort die Erfolgsrezepte weiter zu vertiefen und zu diskutieren. Aber wir wollen auch mit denjenigen, die nicht die Wahlkreise gewonnen haben, zusammenkommen, um zu hinterfragen, an welcher Unterstützung hat es beispielsweise aus Berlin gefehlt. Dort sollen alle Landesverbände mit beteiligt werden, aber auch die einzelnen Vereinigungen. Wir wollen ferner auch Externe einbinden, also externe Köpfe, Thinktanks,
die uns helfen, auch inhaltliche Debatten noch mal zu konkretisieren mit einem Blick von außen. Auch dort ist mir die Beteiligung der Mitglieder sehr, sehr wichtig. Insbesondere die Wahlergebnisse im Osten stellen uns vor große Herausforderungen, nicht nur der inhaltlichen Diskussion, sondern vor allem auch unserer strukturellen Arbeit in Zukunft. Und deswegen wollen wir in einer Ostkonferenz zusammenkommen. Die Kandidatinnen und Kandidaten, die Mitglieder, aber auch die Kreisgeschäftsführer sollen auch ebenfalls von uns befragt werden. Also dieser Aufarbeitungsprozess ist wichtig. Er bedarf einer gewissen Zeit, aber er muss natürlich so schnell wie möglich durchgeführt werden, damit wir zum Ende des Jahres auch konkrete Ergebnisse haben, die man dann diskutieren kann in der Mitgliedschaft oder auf einem Parteitag. Und dabei sage ich als Generalsekretär, dass in der Besprechung des Wahlkampfes und des Wahlergebnisses alles auf den Tisch muss, denn das ist die Grundvoraussetzung, dass der neue Vorstand eine solide Grundlage hat, weiter die Partei zu erneuern und inhaltlich richtig aufzustellen. Und von diesem Geist war heute diese Sitzung geprägt, des Bundesvorstandes. Und wir werden jetzt gut auch diese Kreisvorsitzendenkonferenz vorbereiten, denn sie ist wirklich auch ein Meilenstein für die Frage, wie es weitergeht, damit wir auch die richtigen und guten Entscheidungen bei der Bundesvorstandssitzung am 2. November treffen. Wir haben Zeit für einige Fragen. Die erste kommt von Herrn Blank. Ja, Herr Ziemiak, warum ist denn der Parteivorsitzende heute nicht persönlich gekommen, um uns das zu erklären? Und zweitens hat er in der Sitzung ausgeschlossen, dass er bei dem Parteitag, der noch zu bestimmen ist, dann selbst nochmal antritt? Also zu der zweiten Frage, das hat er bereits öffentlich gesagt und eine Antwort auf Ihre Frage gegeben. Dem ist auch nichts hinzuzufügen. Und nach den Gremien ist es üblich, dass in der Regel der Generalsekretär die Öffentlichkeit über die Ergebnisse informiert. Und das tue ich in der gewohnten Art und Weise und stehe natürlich auch für Fragen zur Verfügung. Herr Rinke. Herr Ziemiak, zwei Fragen. Haben Sie noch die Hoffnung, dass es einen Konsenskandidaten am Ende gibt oder wird es wieder eine Kampfabstimmung geben? Ist das besprochen worden? Und vielleicht können Sie noch was zu dem Endpunkt sagen, zeitlichen Endpunkt. Ist es nicht so, dass man wegen der Landtagswahlen im nächsten Jahr eigentlich eine möglichst frühe Entscheidung fällen muss, wie sich die Partei neu aufstellt? Und was heißt das? Also es gab Wortmeldungen sowohl im Präsidium als auch im Bundesvorstand, die diesen Wunsch Ausdruck verliehen haben, zu sagen, ist es denn nicht möglich, ein Team zu formen, wo alle berücksichtigt werden und viele personelle Vorschläge und auch inhaltliche Vorstellungen berücksichtigt werden, aber dass man gemeinsam dann in diesen Parteitag geht. Diese Vorstellung gibt es. Ob das am Ende möglich ist und dann auch so passiert, das kann ich Ihnen heute nicht voraussagen. Aber diesen Wunsch zur Geschlossenheit, den gibt es als Team CDU. Der wurde heute mehrfach ausgedrückt. Und zu der Frage der zeitlichen Abläufe, das hat sehr viel damit zu tun, was auch in der Kreisvorsitzendenkonferenz besprochen wird. Denn fest steht, führt man eine Mitgliederbefragung durch, ist der Prozess etwas länger. Führt man sie nicht durch, ist es möglich, dass ein Parteitag schneller einzuberufen. Insofern hängt es sehr davon ab, aber wir alle wissen, dass das Zeitfenster die Jahreswende ist. Und ich kann Ihnen nur sagen, zu den Landesverbänden, die jetzt auch Wahlkampf führen im nächsten Jahr, und dort, wo wir auch die Landesregierungen führen, die sind ganz unabhängig von Berlin sehr, sehr gut aufgestellt mit tollen Kandidatinnen und Kandidaten und Ministerpräsidenten an der Spitze. Frau Siewert. Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen. Zum einen, wird Armin Laschet den Prozess in jedem Fall moderieren? Heißt, auch wenn eine Jamaika-Sondierung noch mal irgendwie zur Sprache kommt, bleibt der Plan so, wie er jetzt besprochen wurde? Und zum anderen, gibt es denn auch schon Überlegungen, sich mit der CSU noch mal zusammenzusetzen, weil da ja auch in den vergangenen Wochen immer wieder Sticheleien kamen und es immer wieder zur Sprache kam, dass auch jetzt gegen Markus Söder hier und da doch Unzufriedenheiten in der Partei zu vernehmen waren? Also zu Ihrer ersten Frage, Armin Laschet ist der gewählte Bundesvorsitzende der CDU und er moderiert auch diesen Prozess, so wie Sie es gerade selbst gesagt haben. Und seine Handynummer ist bekannt, nicht nur bei uns, sondern eben auch bei FDP
und Grünen. Das zu der ersten Frage. Und zu der zweiten Frage haben wir sehr gut gemeinsam diese Sondierungsgespräche vorbereitet, also CDU und CSU. Wir haben sie gemeinsam geführt. Das ist auch sehr, sehr gut verlaufen. Wir waren sehr gut vorbereitet. Wir haben konkret gesagt, auch wie wir uns vorstellen können, eine neue Bundesregierung arbeiten kann, was die Antworten sein können. Wir glauben, dass eine, das haben wir vorgetragen, eine solche neue Regierung in dieser Konstellation viele Chancen hätte, nicht vor allem nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu setzen, sondern vor allem eine neue Geschichte jetzt zu erzählen für unser Land in den vielen auch gesellschaftlichen Konflikten, die es gibt. Und es gibt viele Herausforderungen, die vor uns stehen, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, zu dem Verhältnis, das ist gut. Wir haben das gemeinsam vorbereitet und wir arbeiten eng zusammen und tauschen uns gut aus. Und das gilt sowohl für die beiden Vorsitzenden als auch für die beiden Generalsekretäre. Frau Dunz. Da müsste ich noch einmal nachfragen. Das heißt also, man sagt, Söder und Laschet haben das prima gemacht in diesem Wahlkampf. Es wird keine Analyse noch mal geben, wie das künftig besser gemacht werden kann. Das ist die Nachfrage. Und die andere Frage ist, es gibt ja auch die Forderung, dass das Präsidium geschlossen zurücktritt. Gab es da heute so Andeutungen zum Beispiel von Wolfgang Schäuble, dass er auch einen Platz freimachen könnte? Oder gab es Hinweise, dass sich jemand freiwillig zurückzieht? Also ich habe gerade in meinem Eingangsstatement gesagt, dass alles auf den Tisch muss, was in diesem Wahlkampf passiert ist. Und dazu gehört nicht nur das Gute, sondern eben das, was nicht gut funktioniert hat. Was am Ende dazu geführt hat, dass wir nicht das Ergebnis eingefahren haben, was wir uns erhofft haben. Und da darf es keine Ausnahmen geben. Und ich kann das sagen, das muss in aller Offenheit brutal offen passieren. Und das wollen wir in den verschiedenen Kommissionen unter Einbindung der Protagonistinnen und Protagonisten tun. Und alle Themen müssen auf den Tisch kommen. Deswegen das, was Sie gerade gesagt haben, alles wäre prima. Das war es mit Sicherheit nicht im Wahlkampf. Wissen Sie, wenn man sich stellen würde und würde sagen, bei diesem Ergebnis ist es alles prima gelaufen, dann würde das keiner verstehen. Und so sehe ich es auch ganz persönlich. Man kann nach so einem Ergebnis nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern man muss sich sehr ehrlich machen, was alles gut und was vor allem schlecht gelaufen ist. Und das betrifft alle Punkte, von der Frage der Kampagne, von der Frage, wie ist der Wahlkampf gelaufen, von der Frage der inhaltlichen Aufstellung, von der Frage, wie findet man einen Kanzlerkandidaten, wie waren dort die Verfahren. All das müssen wir besprechen. Und zu Ihrer Frage nochmal nach dem Präsidium und den Forderungen, die es gab. Heute war einstimmig die Auffassung sowohl im Präsidium als auch im Bundesvorstand, auch wenn dieser Vorstand gerade erst gewählt wurde, also zu Beginn dieses Jahres, dass wieder es einer neuen Legitimation braucht und alle Positionen zur Wahl stehen werden auf dem nächsten Bundesparteitag. Zu Ihrer dritten Frage, denn es war eine dritte noch dazu, wer